und herzlich willkommen zu einer weiteren Videorezension mit Modellmann-Produkten in der Nenngröße N. Und heute wieder ein Produkt von Minitrix, was ich vorstellen möchte. Und zwar den BIMZ des Interregio 3637 von Berlin Richtung Lichtenberg. Ja, und da schauen wir nachher natürlich auch, ob das alles auch auf dem Zuglaufschild zu lesen ist. Der Wagen hat die Produktnummer 15898, wie gesagt von Minitrix, ist seit 2021 erhältlich und hat einen UVP von 54,99 Euro. Ja, und die BIMZ der Deutschen Reichsbahn, das muss ich auch dazu sagen, ist nämlich noch mit Deutsche Reichsbahn-Logo, sehen wir nachher nochmal ein bisschen genauer. Das sind ehemalige Seitengangabteilwagen nach UICX-Vorgaben. Nee, nicht UICX, Quatsch, UICZ. Da, wenn man das X an meinem Kopf hat, dann kommt man da nicht wieder von weg. Mit 26,4 Meter Länge, die zum einen in Halberstadt gebaut wurden und im RAW Halberstadt und im VEB Waggonbau Bautzen. Ja, da gab es also zwei Unterschiede zwischen den Halberstädter und den Bautzenern. Und bis 95 bzw. bis 97 die Halberstädter waren wegen der Drehgestelle und der Klotzbremsen dann auch nur für 140 km/h zugelassen und die Bautzener wurden dann ab 86 bzw. ab 88 gebaut. Die hatten dann andere Drehgestelle, die auch über Scheibenbremsen verfügten, für Magnetschiebenbremse vorbereitet waren und somit dann auch tauglich waren für Geschwindigkeiten bis 200 km/h. Und ab 1991 wurden dann die Halberstädter Wagen bzw. die Wagen im RAW Halberstadt umgebaut zu Interregio-Wagen, die damals ja dann noch unter dem Label der Deutschen Reichsbahn liefen, bis eben ja auch da bei der Reichsbahn und bei der Deutschen Bundesbahn eben dann eine Wiedervereinigung stattfand und beide dann in die DBAG oder in der DBAG aufgingen. Ja, da wurden dann die Halberstädter Wagen auch wieder auch mit Schnellfahrdrehgestellen ausgestattet, mit GP200 Drehgestellen und Scheibenbremsen und Magnetschiebenbremse. Und zudem hatten die Wagen vorher nur ein Fensterband 11 Fenster und da wurden neue Seitenwände eingezogen mit 12 Fenstern. Also ja, noch recht umfangreicher Umbau. Und mal kurz gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Fenster hat auch dieser Wagen. So, dann hole ich ihn mal aus der Verpackung und roll ihn dann mal aufs Gleis. So. Und oh, läuft ein bisschen schwer. Hat der schon? Nee, hat er noch nicht. Mal gucken, ob der Schleifer hat. Aber na, es gibt Wagen auch von Trix, die etwas leichtgängiger sind. Der hat dann doch schon einen kleinen Rollwiderstand. Ja, okay. Ja. Und so sieht er dann erstmal auf der Schiene aus. Und dann schauen wir mal den Wagen im Detail an. Das DR-Logo ist sehr gut zu erkennen, auch außenrum. Den Schriftzug kann man entziffern. Dann die anderen Aufschriften auf dem Langträger sind gut zu erkennen. Sauber aufgedruckt, gerade aufgedruckt. Das kommt hin, die kleinen Stellhebel sehen gut aus. Unten an dem einen Kasten kann man noch ein kleines Warnsymbol erkennen. Dann die Piktogramme und zweite Klasse, der Rahmen drumherum sieht auch gut aus. Und das Zuglaufschild, ja, da kann man auch Berlin-Lichtenberg lesen. Ach nee, nicht von Berlin-Lichtenberg, nein, Berlin-Lichtenberg-München. So ist es natürlich richtig. Und auch oben das Interregio ist erkennbar. Die Klappstufen, die Klapptritte sind silber bemalt worden. Man sieht auch, dass sie eingeklappt sind. Und die kleinen Türgriffe kann man auch gut erkennen. Es sind die Griffstangen anmodelliert. Diverse andere Konturen kann man noch auf der Seitenwand erkennen. Dann schauen wir mal auf die Stirnseiten. Ich habe gerade gemerkt, dass der Wagen offen ist. Der war gar nicht zugeklippt. Wie kommt das denn?
Das habt ihr wahrscheinlich eben gesehen. Aber kommen wir nochmal zur anderen Seitenwand. Da sieht man auch das Lüftungsgitter. Aber auch das ist nur aufgedruckt. Okay, Minitrix geht jetzt also auch den Weg und prägt die nicht mehr im Werkzeug ein, graviert die nicht, sondern druckt die Lüftungsgitter auch nur auf. Ja, dann die Stirnseiten. Obwohl das Dach jetzt wieder angeklebt ist, sieht man da einen kleinen Spalt zwischen dem weißen Dachstreifen und dem blauen Fensterband, dem Fernblau. Aber die Zugschussleuchten sind ja doch ein bisschen umrandet, geht aber auch von der Bedruckung her. Die Faltenbälge, ja, Standard, nicht so schön wie die ich neulich bei dem Brava-Wagen entdeckt habe. Auch hier sind an den Stirnseiten noch kleine Aufdrucke zu erkennen. Lesen kann ich sie allerdings nicht. Dazu sind die dann doch etwas zu winzig und ich denke mal auch in der Größe vielleicht, naja, vielleicht sieht man es auf dem Makro, aber ich erkenne da momentan nicht, was da unbedingt stehen soll. Die Drehgestelle sehen auch gut aus, wackeln jetzt momentan ein bisschen, zeige ich gleich nochmal im Beitrag selber. Die Magnetschienenbremsen sitzen auch wieder, ja, neben den Schienen. Da sind sich die Einhersteller auch noch nicht so ganz einig, machen wir es richtig oder machen wir es so wie hier. Das fand ich halt bei denen, ich meine, Arnold war es, ne? Mit den Magnetschienenbremsen, die dann auch wirklich über den Schienen gesessen haben. Ja, Trix prägt sein Logo nicht mehr ein. Das wundert mich. Da wird jetzt einfach bloß ein Aufkleber untergebappt. Entweder wird es vergessen oder es wird tatsächlich nicht mehr gemacht. Das ist mal, kommt mir so ein bisschen OEM-mäßig vor. Merkwürdig. Na gut, dann kommen wir nochmal zum Dach. Die Dachkontur, die Abgrenzung weiß zu grau ist sauber und die kleinen Lüfter obendrauf sehen auch gut aus. Ja, die haben jetzt nicht so viele Details, aber das passt schon. Ja, Wagenboden habe ich ja eben andeutungsweise dann schon gezeigt gehabt, eben mit dem Trix-Aufkleber. Ja, wie gesagt, das meinte ich jetzt mit den Drehgestellen, die schlackern hier ganz schön. Ne, gleichen natürlich Unebenheiten aus, ist natürlich auch nicht schlecht. Und lassen sich auch nahezu eben hier ja, dann doch schon ziemlich leicht um 180 Grad drehen. Ja gut, die Gravuren habe ich gezeigt gehabt. Ja. Gut. Also das mit dem Dach, das tut mir sehr leid. Das habe ich wirklich nicht gesehen, dass der Wagen schon mal geöffnet war. Oder beim Transport. Also ist mir auch jetzt bei den Fotos. Ich hatte vorher schon mal Fotos gemacht. Ist mir das nicht auf. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht. Na gut. Ja, dann kurz mal wieder auf die Schienen gerollt. Diesmal die Seite. Und ja, da würde ich mal sagen, ich schaue den trotzdem mal mit anderen Fahrzeugen an, auch wegen der Höhe. Denn viele andere kann ich jetzt noch nicht vorstellen, denn ich bin gerade mich dabei, den passenden Interregio eben aus dem BMZ-Wagen aufzubauen. Aber ich hänge da mal ein paar andere Wagen hinter, vielleicht können wir dann schon sehen, wie das mit der Kinematik funktioniert. So, ich teste den Zug jetzt erstmal mit der Standard-N-Kupplung, beziehungsweise nicht den Zug, sondern den Wagen. Habe jetzt auch zwei Minitrix davor gehängt, zwei UICX-basierte Interregio-Wagen. Aber ich bin jetzt etwas ja, nervös und muss mal eben meine Hände hier hinhalten, weil es kann passieren, dass der Wagen gleich rauskippt. Nein, er ist diesmal nicht rausgekippt. Bei der Probefahrt ist er nämlich von den Schienen gefallen und zwar dreimal. Ja, und deswegen habe ich damit gerechnet, dass es jetzt auch wieder passiert. Ich lasse den Zug schon recht mäßig hochfahren oder habe ihn gerade mäßig hochfahren lassen. Jetzt gebe ich dann doch mal ein bisschen mehr Stoff. Einfach mal, um zu schauen, ob es dann passiert. Nö, nichts passiert. Das wundert mich gerade. Ich weiß nicht, woran es dann vorhin gelegen hat. Aber man sieht, dass der erste Wagen doch so ein bisschen. Genau das meinte ich. So, nachdem die Wagen den Sturz doch relativ unbeschadet überstanden haben, vor allem der BIMZ, mache ich jetzt den nächsten Fahrversuch und zwar mit dem Fleischmann Profi-Kupplungskopf und bin mal gespannt, was da passiert, ob es auch wieder hakt. Ich halte schon mal meine Hände schützend dahin, nicht, dass das gleiche wieder passiert. Aber die Wagen wackelten diesmal nicht ganz so doll. Mal gucken. Es wundert mich ein wenig. Es wundert mich, dass das war bei dem Brava so gut. Im Video hat es ja nicht gezeigt gehabt, bei den Nahverkehrswagen.
Komme ich gleich nochmal zu. Ja, es hakt nichts. Bei den Bravas war es auch so, dass die Standard-Endkupplung gehakt hat in S-Kurven bzw. Im engen Radius und eben eine Kurzkupplung nicht. Also ein bisschen merkwürdig, dass also quasi der Standard, den wohl die meisten und Großteil, doch ich würde mal sagen, die meisten halt, die aus Spaß an der Freude halt sich eine Modellbahn zugelegt haben, dass die quasi mit den normalen Kupplungen nicht klarkommen, eventuell, aber Personen, die dann halt lieber kurz gekuppelte Züge fahren, ja, dass die dann ja, Glück haben, beziehungsweise dass da dann alles reibungslos funktioniert. Ich hätte jetzt immer davon ausgegangen, dass es genau andersrum ist, dass halt ein Problem auftritt, wenn man die Wagen gerade in engen Radien eng kuppelt. Ja gut, okay, dann der nächste Versuch folgt sogleich. Und zwar mit der Peho Clips Kupplung, die die Wagen wirklich jetzt sehr eng zusammenkuppelt. Bin ich mal gespannt, was denn da passiert. So, mein Minitrix Compact Vario steht jetzt auf Stufe 6,5. Und ich bin mal gespannt, was nun hier oben passieren wird. Meine Hände sind schwer bereit, die Wagen, oder zumindest den einen Wagen, aufzufangen. Aber auch das klappt, ohne dass da irgendwas schlackert. Ich nochmal zurücksetzen. Nö, da tut sich nichts. Wirklich nicht. Nö, kein Hakeln, kein gar nichts. Also auch die Peho Clips Kupplung funktioniert in diesem Fall bestens. Ja, mal ein bisschen Schmackes. Ja, nee, funktioniert. Okay. Und das Ganze jetzt nochmal mit der Stangenkupplung von NME. Die habe ich allerdings nur zwischen dem ersten und zweiten Wagen verbaut. Der dritte Wagen hängt noch mit der Peho Clips Kupplung hinten dran. Vom Wagenabstand her nimmt sich das aber rein gar nichts. Ich gucke nochmal eben, aber auch das funktioniert, da hat eben auch nichts geschlackert. Ja, das finde ich schon, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt gehabt, merkwürdig, dass die Standard-Engkupplung da doch Probleme bereitet mit den Wagen halt dann in S-Kurven. Kann auch jetzt daran liegen, dass es halt bei mir auf der Anlage nur so ist, aber die anderen Kupplungen funktionieren. Also wer Probleme hat mit den Kupplungen, dass da irgendwas hakt, dass die Züge dann auf, oder die Wagen auf weichen Straßen beispielsweise entgleisen, denn nicht jeder ist so, ja, so krass drauf, hier so einen komischen Wendel zu bauen, mit der Steigung, was man ja, ich erwähne es noch mal wieder, eigentlich normalerweise nicht machen sollte, einen kleinen Radius über diese Steigung, beziehungsweise mit dieser Steigung zu bauen, was aber hier in dem Fall jetzt nicht anders möglich war. Aber ja, wenn die Wagen entgleisen, kann ich eigentlich nur die, oder kann ich zumindest dann auch zur Peho Clips Kupplung raten. Recht kostengünstig und für Ganzzüge ist ja in dem Fall ein Ganzzug. Selten rangiert man ja mit Personenwagen oder Schnellzugwagen. Gut, machen manche auch, klar, kann man auch machen, aber normalerweise gerade bei langen Zügen auf Paradestrecken eignet sich dann die Peho Clips Kupplung wirklich sehr gut. Ja, der Wagen an sich, die Details hatte ich ja vorhin schon durchgesprochen. Mir ist allerdings noch eins aufgefallen, was fehlt. Und zwar die über den Einstiegen auf der einen Seite die Lüftungsgitter bzw. Klimaanlagengitter, die man zum Beispiel jetzt im Bereich hier vorne bei dem alten Minitrix Interrigo sieht. Die müssten da sein und das Zuglaufschild, ja, die hatten ja, ich habe es noch mal genau angeschaut, es ist andeutungsweise so dargestellt, als wenn es eben das Fach ist, wo das Zuglaufschild untergebracht ist. Ne, bei den UX-ern bzw. bei den BIM sind die Zuglaufschilder von außen dran geheftet und bei den BIMZ-Wagen, da sind die, stecken die Zuglaufschilder in so kleinen Kästen. Ne? Eine kleine Klappe, dann runterklappen, Schild rein, wieder hochklappen. Und ich glaube, das wurde versucht, hier so andeutungsweise eben dann mit einem Druck zu machen. Alte Wagen von Arnold aus den 90ern, die hatten ja diesen versenkten Kasten. Ich meine auch Fleischmann ganz, ganz früher. In den 70ern hatten die auch schon mal diese Kästen, haben es dann aber irgendwann mit Drucken gemacht. Finde ich auch in dem Fall
vollkommen okay. Gerade mit den Wandstärken ist dann immer so ein Problem, das sieht dann meistens viel zu klobig aus, wenn da so ein kleines Fach halt eingearbeitet ist. Deswegen, das passt soweit mit dem Druck, aber eben die Gitter über den Einstiegen, ja, die fehlen. Ich habe mir jetzt auch noch ein paar Wagen angeschaut gehabt, also ein paar Originalfotos von den BIMZ. Und da sind die Lüftungsgitter dann schon vorhanden. Ich bin noch ein bisschen zwiespältig, ich muss da glaube ich noch mal Nacht drüber schlafen. Aber den zweiten Wagen habe ich ja noch liegen, den ich jetzt auch noch rezensieren muss. Und da werde ich sicherlich noch mal auf das eine oder andere Detail der Wagen eingehen. In dem Sinn bedanke ich mich erstmal wieder vielmals fürs Reinschalten, fürs Dabeisein. Und es wird mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao.